Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Unter Kanalinfo findest du alle Infos zu meinen Angeboten, auch zu den persönlichen Legungen. Bei diesem Video handelt es sich um eine kollektive Legung. Es kann sein, dass sie auf dich zutrifft, es kann aber auch sein, dass sie nicht auf dich zutrifft. Falls diese Legung nicht auf dich zutreffen sollte, schau dir auch bitte gerne meine Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Unten in der Infobox habe ich dir auch noch alle Karten verlinkt, die ich in meinen Legungen verwende. Falls dich interessiert, schau es dir gerne an. In dieser Legung geht es um den Monat September 2023. Welches Thema möchte sich hier bei dir zeigen? Worum geht es genau? Bei einigen von euch habe ich das Gefühl, dass es um eine Art Wiedervereinigung geht. Vielleicht habt ihr euch mit einer Person zerstritten, habt momentan keinen Kontakt und ihr findet wieder zueinander. Da findet so eine Art kleiner Neubeginn statt. Das, was zwischen dir und dieser jeweiligen Person steht, als eine Art Hindernis, ist Angst. Angst aufgrund vergangener Erfahrungen. Was ist, wenn etwas Bestimmtes passiert? Was mache ich dann? Das sind so Gedanken, die zwischen euch stehen. Es geht hier um Mut, es geht hier darum, dass du deine Angst überwindest, dass du deine Ängste auch hinterfragst. Du wirst hier an neuer Stärke gewinnen. Du wirst vor allen Dingen auch erkennen, wie stark du tatsächlich bist. Deine Macht sozusagen anzuerkennen. Darum geht es hier bei dir. Wie gesagt, bei einigen von euch geht es hier um eine Art Wiedervereinigung, dass ihr, kann auch ein Ex-Partner sein, kann auch eine Freundin oder ein Freund sein, mit dem ihr euch zerstritten habt und wieder und euch wieder versöhnt sozusagen, bekomme ich bei einigen von euch hier rein. Wie gesagt, es geht hier, das Hauptthema ist Angst. Es geht hier darum, die eigenen Ängste zu hinterfragen und ja, du wirst hier definitiv an neuer Stärke gewinnen in nächster Zeit. Sind auch so ein paar Vergangenheitsthemen, die jetzt hier in der Tiefe verarbeitet werden. Vielleicht kannst du das sogar auch fühlen. Irgendwas, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat, zusammengebrochen ist. Je nachdem. Jemand ist hier bereit, der Wahrheit sozusagen ins Gesicht zu blicken. In der Vergangenheit wurde man hier verletzt, ist dadurch misstrauisch, hat Angst, hat sich vielleicht zurückgezogen oder zerstritten. Je nachdem, es ist ein kollektives Reading, es wird nicht auf jeden zutreffen. Kann auch sein, dass du oder dein Gegenüber bereits eine Ehe hinter euch habt. Hier geht es darum, dass man jetzt bereit ist, dazu Liebe anzunehmen.
geht auch darum, aus einem Mangel auszusteigen, einen Mangel hinter sich zu lassen, die Gedanken zu verändern, durch Ängste hindurchzugehen, sich einen Weg zu suchen, um das Vergangene nochmals in der Tiefe zu verarbeiten. Kann sein, dass ihr euch dieses Thema bereits schon mal angesehen habt, aber es trotzdem noch etwas in der Tiefe gibt, was nicht gelöst wurde. Die 6 der Kelche, Königin der Schwerter, 4 der Schwerter, 3 der Stäbe. Hier kommt jemand aus der Vergangenheit zu einer bestimmten Erkenntnis. Vielleicht hast du bereits schon längere Zeit auf diese Kommunikation gewartet hier. Hier kommt jemand aus deiner Vergangenheit zu einer Erkenntnis. Hier haben wir auch den Rückzug aufgrund von vergangenen schmerzlichen Erfahrungen, die Klarheit und die Entscheidung, die Wunscherfüllung. Hier ist jemand definitiv von der eigenen Wunscherfüllung davongelaufen. Wollte diese nicht wahrhaben oder nicht annehmen. Vielleicht waren da auch so bestimmte Glaubenssätze wie ich muss um Liebe kämpfen oder es ist zu schön, um wahr zu sein. Wir haben hier die 7 der Stäbe, die 6 der Schwerter und den Stern. Kann sein, dass dein Gegenüber hier noch etwas in seinem, ihren Leben klären musste. Ich danke dir recht herzlich dafür, dass du zugesehen hast und wir sehen uns demnächst im nächsten Video wieder.